Da zum Beispiel mit Schwarzenegger, das war in Ohio gewesen, vor etwa 15 Jahren. Jean-Claude Van Damme habe ich in Bangkok getroffen und zusammengearbeitet mit der Budo Gala. Und Gottschalk kennt man ja, Eric Roberts, Hollywood-Schauspieler, habe ich kurze Szenen gehabt. Und da haben wir den Andy Hug, der legendäre Andy Hug, der ja 2010 verstorben ist. Das war ja einer der grössten Fighter gewesen. Man kann sagen Samurai. Und da ist Budo Gala 2010 mit Polo Young, das ist auch ein Weltstar. Der hat Bruce Lee-Film mitgemacht, im Bloodsport, mit Jean-Claude Van Damme, da habe ich auch Shows gemacht.